So, einen schönen guten Tag. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zur Ausstellungsversammlung für den Stimmkreis 101 für die Landtagswahl 2013. Ich eröffne hiermit im Namen des Kreisverbands München die Versammlung. Und wie es immer so gehört, die erste Frage: Besteht von irgendjemand Zweifel an der Stimmberechtigung irgendeines Teilnehmers, der eine Stimmkarte erhalten hat? Oder sollte irgendjemand eine Stimmkarte erhalten, der keine erhalten hat? Wird irgendetwas angezweifelt? Ich sehe keine Karten. Dann stelle ich fest, dass alle Teilnehmer zu Recht akkreditiert worden sind. Zweiter Punkt. Wir brauchen eine Geschäftsordnung und eine Wahlordnung. Diese wurde im Vorgang auf der Mailingliste veröffentlicht, liegt hier zur nicht aus. Seid ihr mit der Geschäftsordnung, Wahlordnung einverstanden, TJ? Also ja. Stimmkarten bitte. Will jemand noch rein? Okay. Nur Orange bitte. Gegenstimmen? Gut, dann stelle ich fest, dass Geschäftsordnung und Wahlordnung angenommen sind. Wir brauchen sowas wie Versammlungsleiter. Ich schlage dich vor. Ich danke dir. Ich schlage vor, dass man dich vielleicht nicht der Florian unterstützt. Ja. Besteht Einverständnis? Das soll ich mir schon vorstellen. Ich bin der Florian. Gegenstimmen? Super. Dann wäre ein Wahlleiter nicht schlecht. Ich sehe da jemanden an der Tür stehen, der mir sehr gut eingeschränkt. Gut. Gegenstimmen? Alles klar. Dann sind wir in Rekordzeit durch die ersten Formalien durch. Und wir brauchen noch zwei Zeugen. Zwei Mitglieder der Versammlung, idealerweise stimmberechtigt, sollten sich zur Verfügung stellen, den Ablauf der Versammlung, dass das ordentlich abgelaufen ist. Ja, das ist nicht sammeln. Man bestätigt nur, dass das nach den Grundsätzen geheimer gleicher Wahl abgelaufen ist. Enno und Jakob, ich glaube, können wir die jetzt nicht und habt euch gemeldet. Ja, ich kann es machen. Aha. Ist die Versammlung mit Enno und Jakob einverstanden? Gegenstimmen? Einwendungen? Super, ihr habt den Job. Bitte bei Markus melden, damit er die Personalien nochmal entsprechend erfassen kann. Gut, so den Spickzettel nicht da. Schriftführung macht der Markus, dann haben wir die Überschrift. Okay, also ich schlage Markus als Schriftführer vor, der für die Überschrift verantwortlich ist. Gegenstimmen? Sehe, das ist nicht der Fall. Und danke sehr. Ja, damit haben wir den schlimmsten Orga-Krempel. Zettel. Zeitbeschränkung. Die müssen wir noch machen. Ja. Ich mache hier zu früh. Passt. Es ist vorgesehen für die Kandidatenvorstellung, machen wir das ruhig, eine Redezeitbeschränkung von 10 Minuten einzuführen, eine Empfehlung von 3 bis 5 Minuten, aber eine wirkliche Beschränkung von 10 Minuten. Ist es auf Versammlung einverstanden? Wie viele Minuten? 10. Pro Vorstellung, ja. Richtlinie 3 bis 5 Minuten, maximal 10 Minuten. Es ist auch highly recommended, das ist die Mittelzeit, die man ihm einräumen muss, aber mehr braucht es wirklich nicht. Gut. Dann haben wir die Formalien soweit erledigt. Jetzt sind wir gespannt auf unsere Kandidaten. Ich möchte die Kandidaten zur Bühne bitten und übergebe an den Wahlleiter. Beziehungsweise Vorstellung mache ich mir selber. Kein Problem. Ich möchte die Kandidaten trotzdem nach vorne bitten. Wir losen zuerst die Reihenfolge, in der sie sich vorstellen dürfen und auf dem Stimmzettel stehen. Weitere Kandidaten? Wer möchte noch kandidieren?
Es haben doch allein schon drei Leute die Unterlagen abgegeben. Irgendjemand müsste noch da sein. Also ich hab ursprünglich vorgehabt, aber ich finde, dass ich halt Bezirkstag mehr bringen kann, besser bringen kann. Okay. Also ich ziehe jetzt das hiermit zurück, also mein Eintrag in die Liste. Gut, dann haben wir nur noch zwei Stück. Ja. Okay. Dann, wir sind eine kleine Versammlung. Der Erste darf gleich da bleiben. Moment, ich stoppe die Zeit nebenher. So, also, mein Name ist Gerhard Böberreiner, die meisten von euch werden mich kennen. Ich bin der Flaucherpirat, bin seit April bei den Piraten, bin Mitbegründer von der Maibaum und Tuba und habe eine Ausbildung als Baubiologe, arbeite auch als Baubiologe. Mein Spezialthema ist die Umwelt- und Energiepolitik, da stehe ich dafür. Ich bin durch mein Alter in der Lage, das einzuschätzen, wie das früher mal in Bayern war. Da war das noch wesentlich lebenswerter wie heute und ich möchte auf den Zustand wieder zurück. Dass man einfach wieder eine saubere Stadt hat, dass die Gemütlichkeit wieder ein bisschen mehr eintritt, dass das nicht mehr so hektisch wird, also eine Entschleunigung. Geboren bin ich am 13.01.1958 in München, bin gebürtiger Münchner und gebürtiger Sendlinger, also ich bin in dem Wahlkreis groß geworden und erhoffen halt dadurch auch sehr viele Chancen, weil mir sehr viele Leute kennen, die gesagt haben, sie unterstützen mich bei der Wahl und durch das könnte ich für die Piraten in den Landtag kommen. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen überzeugen können und hoffe auf eure Stimme. Danke. Okay. Ich habe ein bisschen mehr vorbereitet, aber okay. Ich versuche mich dann auch ein bisschen kürzer zu fassen. Also mein Name ist Tobias Grömke. Ich bin seit 2003 unter dem Spitznamen T-Day im Internet unterwegs und auch so bei den Piraten relativ bekannt. Ich bin 23 Jahre alt, also Jahrgang 89. Bin quasi gerade noch in der DDR geboren. Habe also die Wende oder zumindest die Nachwirkungen der Wende sehr stark mitbekommen und für mich war dann die nächste Wende 2009, als ich die Piraten entdeckt habe und bei den Piraten auch eingetreten bin. Ich habe bereits 2009 im Bundestagswahlkampf sehr aktiv damals in Augsburg mitgewirkt, bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr hier in München, wohne in Fürstenried, bin deswegen, trete deswegen auch hier an, also für den Stimmkreis 101. Ich fühle mich da sehr wohl und würde gerne unsere Themen in Bayern stärker voranbringen und deswegen kandidiere ich hier für den Landtag. Genau, was ich sonst noch so gemacht habe, ich war 2011 im Bezirksvorstand Schwaben der Piraten, dort als politischer Geschäftsführer tätig, also habe auch in der Partei eine sehr starke Vernetzung, besonders auch innerhalb Bayerns, kenne sehr viele Piraten aus ganz Bayern und ja, genau, das ist so zu meiner Person. Ja, und ansonsten hoffe ich auf interessante Fragen. Ja, kannst du im Prinzip gleich mal bleiben. Ja. Und ich darf keinen kleinen Erfolg bitten. Es ist an der Zeit, etwas den Kandidaten die interessantesten Fragen zu stellen. Bitte. Herbert? Also, an beide wieder natürlich. Meine Standardfragen sind gemäß, also, weil ich komme von der AG 60 Plus, wie Sie wissen, und das ist meine Standardfrage an alle Kandidaten, immer die kandidieren. Wir haben ja einen Haufen, also in der Bundesrepublik über 20, 21 Millionen Bürger, die über 60 sind, beziehungsweise schon im Rente sind.
Und wir haben diese Lawine Altersarmut, die auf uns zuströmt. Und habt ihr euch mit dem Thema schon beschäftigt oder wie steht es hier dazu? Nicht vergessen, das sind 21 Millionen Wahlberechtigte. Ja? Also bei mir schaut es so aus, die kennen wir richtig gut und ich weiß auch, was ihr so in der AG 60 Plus gemacht habt. Ich stehe da hinter euch, hinter einem Wahlprogramm. Das heißt, jeder, der das kennt, der weiß, was ich meine. Ich finde, es gehört eine Aufbesserung der Rente her, weil das die Generation ist, die Deutschland aufgebaut hat und die haben heute kein Geld mehr das Leben können und das darf nicht sein. Ich bin auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil das kann auch nicht sein, dass einer in die Arbeit geht und seine Familie nicht ernähren kann. Okay, danke. Ja, also meine Aussage zu dem Thema ist auch sehr ähnlich. Also ich habe mich mit eurem Konzept auseinandergesetzt. Ich finde das ein Schritt in die richtige Richtung. Stehe aber auch andererseits voll und ganz hinter den anderen Sozialkonzepten der Piraten, also insbesondere das BGE, was für mich sicherlich eine sinnvolle Zusatzleistung auf einem anderen Wege zu aktuellen Rentensystem ist. Aber auch das Rentensystem muss man dringend überarbeiten. Also das auf jeden Fall. Okay, danke. Gut, ich hoffe, ich habe es richtig gesehen, die Reihenfolge. Flo, Miri und... Ja. So, jetzt ist es ja nicht allzu unwahrscheinlich, dass wir doch in den Landtag kommen. Wo seht ihr denn eure inhaltliche thematische Schwerpunkte? Wie habt ihr euch bisher da in die Piratenpartei eingebracht? Und welche Ausschüsse würdet ihr dementsprechend auch besetzen wollen oder können? Okay, dann fange ich jetzt an. Also mein inhaltlicher Schwerpunkt für die bayerische Landespolitik ist auf jeden Fall die Bildung. Andererseits vorstellen könnte ich mir auch den Innenbereich im Sinne von Freiheit fürs Netz, Freiheit auf, also Stärkung der Bürgerrechte gegen die ganzen Trojaner und ähnliches. Genau, und ich würde gerne solche Überwachungsfetischisten wie unseren aktuellen Innenminister etwas triezen. Deswegen könnte ich mir auch den Innenausschuss vorstellen. Aber insbesondere die Bildung, weil ich finde, dass das bayerische Bildungssystem... also es geht mir insbesondere um die Schulen. Genau. Also um bisher da eingebracht? Bisher etwas zu wenig. Ich bin im Moment 80% orga-technisch unterwegs, bin aber thematisch immer ein bisschen, also ich versuche Kontakt mit der FG Bildung zu halten, um dort eben zu hören, wie es da vorangeht, wo es da hingeht thematisch und ich sehe da, dass es dem entspricht, was ich selber auch als Gefühl habe, wo wir die Bildungspolitik in Bayern hinbringen müssen. Also ich bin da sehr nah dran und ich bin da auch unbedingt, ich will mich da die nächsten Monate viel stärker noch einbringen. Bei mir schaut es so aus, wie vorher schon gesagt, Energie- und Umweltpolitik ist mein absoluter Schwerpunkt. Ich bin seit 1993 als Baubiologe unterwegs. Ich weiß also, was Gifte in Wohnungen verbaut werden. Ja, ich weiß also, was Gifte in Wohnungen verbaut werden. Ich käme mit Schimmel aus. Also das ist einfach... Umwelt generell ist mein Thema und Umwelt ist für mich nicht nur Pflanzen und Tierschutz, sondern und ich habe die Landwirtschaft mit rein, wo ich sage, Düngemittel, Gentechnik und als zweiten Punkt könnte man vorstellen, Soziales und Gesundheit. Ich stelle für das nächste ein bisschen. Probieren wir nochmal. Bin ich zu hören? Ja, perfekt. Gut. Das zweite war Soziales und Gesundheit. Ich war also 10 Jahre bei der Bergwacht, Lawinenhundeführer. Das ist also mein zweites Standbein, wo ich sage, das darf mich auch interessieren, aber wie gesagt. Und wie weit hast du dich da bisher in die Partei? Also gemacht? Umwelttechnisch war die Schlauchbootfahrt auf der Isar, die ich initiiert habe, wo ich gesagt habe, der Dreck muss weg, die Glasschirme müssen weg, ansonsten auf diversen Ständen, Leopoldstraße, Christopher Street, thematisch, ja, ich rede mit jedem über Umweltpolitik, den ich erwische. Ja, aber es gibt
diverse AGs, FGs, es gibt, ich bin auf der Mailingliste von der AG Umwelt Bayern und AG Umwelt Deutschland. Aber es ist einfach so eine Flut, das kannst du gar nicht mehr alles lesen, weil sonst sitzt von in der Früh bis auf die Nacht vom Rechnen und liest E-Mails. Welche Ausschüsse? Das ist die dritte Frage. Ausschüsse? Gar keine. Du würdest gar keine. Also Ausschüsse. Doch Ausschüsse, ja, ich sage ja. Also ich möchte unbedingt in die Umwelt- und Energiepolitik. Okay. Ja, was sind eure Hauptthemen, die so die Kernthemen von den Piraten vor 2009 oder bis 2009 waren? 2009 kann ich da gar nichts sagen, weil ich erst seit diesem Jahr dabei bin. Also ich bin frisch in die Piraten reingekommen und habe einfach gleich Vollgas gegeben. Weil durch, bist du bei den Piraten wirklich geworden? Weil ich glaube, dass das die einzige Partei ist, mit der man was ändern kann. Und es ist Gott sei Dank noch nicht so weit wie bei den Etablierten, dass da unter der Hand gemauschelt wird und alles. Ich hoffe, das kommt nie so weit. Und ich denke einfach, man kann was ändern. Entschuldigung. Ja, ich habe es ja schon gesagt, also meine zwei Themen, die ich am liebsten in den Landtag bringen würde, sind halt eben die Bildung und auch die Freiheit, insbesondere auch die Netzneutralität und ähnliche Geschichten auf der Internetseite und einfach auch, wie hieß unser Claim so schön, Politik für das 21. Jahrhundert zu machen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich seit 2009 vertrete, weswegen ich bei den Piraten eingetreten bin. Und ja, genau. Frage an beide. Gibt es nochmal Beispiele, in welchen Bereichen der Landtag Gesetzgebungskompetenz hat? Wie viele Stunden Zeit? Noch Beispiele. Das ist jetzt hier vielleicht die Zahl. Jeder drei Beispiele oder so. Ja. Also was ich ganz sicher weiß, ist also die Gesetzgebungskompetenz bzw. die Rahmenschaffkompetenz für die Polizei liegt im Landtag, für die Bildung eben insbesondere die Schulsysteme und als drittes Landesthema. Mir fällt jetzt gerade keins mehr ein, also wirklich die Kompetenzen. Rettungswesen, Gewässerschutz und Naturschutz. Ja, DJ, ich habe jetzt gelesen, oder du hast ja selber auch gesagt, du warst politischer Geschäftsführer in Schwaben. Soweit ich das jetzt aus dem Internet gefunden habe, bist du dann nach 6 Monaten schon zurückgetreten. Mich würde den Grund dafür interessieren, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich jemand bin, der eigentlich Sachen, die er anfängt, auch zu Ende bringt. Der Grund ist ganz einfach. Ich bin nach München umgezogen und habe einfach binnen kürzester Zeit gemerkt, ich kann von hier aus sehr wenig für Schwaben tun und habe dann gesagt, sorry, das hilft nichts mehr, wenn ich da jetzt einfach noch weiterhin auf dem Papier quasi politischer Geschäftsführer bin, aber in Schwaben selber selten anwesend und was reißen kann. Weil den Orga-Kram kann man natürlich auch viel online machen, insbesondere bei uns. Das habe ich auch versucht, aber ich habe halt einfach sehr schnell gemerkt, ich möchte mich lieber hier vor Ort in München engagieren, wo ich direkt da dran bin, wo ich leichter dran bin. Und das war für mich eigentlich der einzige Punkt, warum ich gesagt habe, sorry, aber Schwaben ist inzwischen einfach zu weit weg. Meine üblichen Standardfragen. Die eine ist, wie viel Zeit wollt ihr investieren für euren Wahlkampf? Das zweite ist, wie viel Geld wollt ihr ausgeben dafür? Das dritte ist, weiß ich bei euch beiden nicht, seid ihr mobil, habt ihr Auto? Könnt ihr zu mir anfahren? Die zweite Frage werde ich zugelassen. Okay, gut, das mit dem Auto. Das dritte ist, ob ihr ein Auto habt? Auch nicht. Das ist andersrum, wie wollt ihr Bayern bereisen? Also euren Wahlkampf machen. Und als vorläufig mal letzte noch. Wer ist euer Bundestagskandidat, mit dem ihr zusammenarbeitet? Gut, also wie viel Zeit ich investieren will, so viel wie nötig. Ich bin selbstständig, ich kann mir das einteilen. Zur Mobilität, ich habe ein Auto.
Was war die dritte Frage? Ja, der Bundestagskandidat ist. Ja, das weiß ich noch nicht. So, also. Frag aber bitte der ersten Frage bitte nach, wegen der Zeit. Ja. Du wirst dann deinen Job aufgeben. Ja. Das wäre. Wie lang? Ja. Solange es geht. Also wenn ich natürlich in Landtag komme, ist das doch eine Frage nicht. Dann ist der Job weg. Nein, sollte ich mal anständig. Beim Wahlkampf. Bestimmt der Bund. Ich glaube, ich muss jetzt der Fairness selber was dazu sagen. Es geht halt in den Nummern nicht in die Richtung. Es sei kein Kandidat bevorzugt werden, weil er finanziell besser gestellt ist. Insofern bemühe ich mich, Frauen in die Richtung abzuhalten. Okay, also zur Frage der finanziellen Freiheit bzw. Zeitaufwand. Also ich werde auf jeden Fall ab Januar, spätestens ab März, meine komplette Freizeit investieren. Ich werde versuchen, bis dahin massiv Überstunden anzusammeln, also das, was mein Arbeitgeber halt zulässt, um dann die heiße Phase des Wahlkampfs so weit wie möglich freizukriegen. Wenn ich es irgendwie finanziell leisten kann, werde ich auf jeden Fall auch den gesetzlichen Anspruch auf einen unbezahlten Urlaub in Anspruch nehmen, soweit wie es eben geht. Also ich schätze mal maximal einen Monat, aber ansonsten halt meine komplette Freizeit und die auch so weit wie möglich freischaufeln. Fahrzeug, ich habe persönlich keins, aber meine Freundin hat einen schönen, wir haben zusammen uns einen Transporter gekauft, da kann man auch große Plakate durch die Gegend fahren und ähnliches. Und da, der wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Achso, und ja, natürlich werde ich auch sehr stark mit Klaus zusammenarbeiten. Noch eine Anschlussfrage, wenn es erlaubt ist. Habt ihr schon so ein Wahlhelfer-Team, Klaus, die euch unterstützen? Klaus ist für München Süd gewählt worden. Ja. Ja, eigentlich schon. Also ich habe von nahen Volkspiraten auf jeden Fall die Zusage, dass sie unterstützen werden. Ja, also zu der Frage, wie viel Zeit werdet ihr verwenden und macht ihr euren Job noch weiter? Ich meine, wir haben ja gerade die aktuelle Situation mit Nebentätigkeiten bei den Abgeordneten im Bundestag und bla bla bla. Es ist eigentlich nichts Verwunderliches, dass ein Landtagsabgeordneter, das sagt man im Schnitt, weil er ist nicht jeden Tag im Landtag, alle nicht, egal von welchen Parteien die sind. Die haben vielleicht, wenn maximal 50% ihrer Zeit verwenden sie für den Landtag und die haben sehr wohl nebenbei noch ihren Beruf. Auch wenn man sagen könnte, ihr könnt euch davon ernähren, aber nehmen wir nochmal den Gauweiler, der hat seine Rechtsanwaltskanzlei, das ist keine Nebentätigkeit, der ist Landtag, ja, das ist halt gleich ein schlechtes Beispiel. Die Frage ist ja, ich wollte ja noch dazu sagen, auf den Landtagsabgeordneten. Ja, hast du eine Frage? Darf ich bitte aufregen? Nein, auch du sollst eine Frage stellen. Es ist eine Fragerunde, keine Kommentare. Nein, ich wollte keine Frage dazu machen, ich wollte sagen, ich habe dazu noch eine Bemerkung. Es ist eine Kandidatin. Nee, dann habe ich keine Frage, weil ich der Meinung bin, ich soll ihren Job gleich weitermachen. Gut. Dann habe ich noch eine Frage. Und zwar ist es eventuell ja der Fall, dass ihr beiden nicht in den Landtag kommt und eventuell auch auf der Landesliste, wenn ihr überhaupt antretet, auch ziemlich weit unten oder gar nicht draufsteht. Wie wärt ihr bereit, trotzdem einen Wahlkampf zu machen, aktiv Wahlkampf zu machen, also im Sinne von für die Partei, nicht für euch? Selbstverständlich werde ich das machen. Also Frage nicht. Zumindest meine komplette Freizeit ist auf jeden Fall für das nächste Jahr eigentlich dafür verplant. Ja, also ich werde wahrscheinlich, wenn ich nicht Direktkandidat bin, nicht unbedingt den Wahlkampfmonat nehmen, aber auf jeden Fall meine komplette Freizeit wird in die Parteiarbeit fließen. Tut sie jetzt schon. Genau. Ja, mich würde es nochmal interessieren, soweit ich das mitbekommen habe, zählen ja nicht nur der Wahlkreis mit seinen Stimmen für die Landtagswahl, sondern wir haben ja über die Liste, zählen ja auch die Stimmen, die man außerhalb seines Wahlkreises kriegt, wenn man auf der Liste ist. Wie überregional seid ihr denn irgendwie bekannt oder wie versprecht ihr euch denn da zumindest oberbayernweit irgendwie an Stimmen kommen? Okay, also was ich auf jeden Fall vorhabe, ist mich in ganz München bekannt zu machen. Also ich werde auf jeden Fall auch versuchen, auf Infoständen in, was weiß ich, zum Beispiel in Haidhausen, weil ich da arbeite. In Schwabing kennen mich einige, weil ich da eine ganze Weile jetzt schon gearbeitet habe. Dort
finde ich es auch ganz nett. Da werde ich auf jeden Fall auch mit auf Wahlkampf unterstützen, die Leute, die dort gehen. Wenn gerade kein nichts im Stimmkreis 101 ist, bin ich auf jeden Fall auch in den anderen Stimmkreisen unterwegs. Und soweit wie es geht, auch oberbayernweit. Bei mir schaut es folgendermaßen aus. Ich habe jahrelang in Bad Tölz gewohnt, ich habe in Rosenheim gewohnt, ich habe in Niederbayern gewohnt. Also ich kenne sehr viele Leute in Oberbayern oder mich kennen sehr viele Leute, weil ich halt da als Baubiologe unterwegs war. Ich bin in Haushalte reingekommen, bin weiterempfohlen worden. Also wir kennen wirklich sehr viele Leute und ich glaube, dass das ein großes Plus ist. In München bin ich geboren, da brauche ich nichts dazu sagen. Da kenne ich also wirklich sehr viele Menschen, die mir auch ihre Unterstützung schon zugesagt haben. Eine Nachfrage noch, wenn ich kurz darf, habt ihr eine Parteivergangenheit in einer anderen Partei gehabt? Ich ja, ich war bei der ÖDP vor 15 Jahren oder 20 Jahren. Also da hat es die Piraten noch gar nicht gegeben und wir sind im ersten Wahlkreis in den Stadtrat reingekommen, im ersten Wahlgang. Also angetreten und drin waren wir. Ich habe damals 3000 Stimmen gehabt. Ich war damals politisch noch nicht so aktiv, dass ich gesagt habe, ich kandidiere selber, sondern ich habe mich auf dem siebten Platz stehen lassen, wo ich gesagt habe, da passiert mir nichts, da komme ich nicht rein, wenn wir einen reinkriegen, sondern da haben wir einen besseren Kandidaten. Und die 3000 Stimmen haben es einfach viel geholfen. Danke. Warst du schon? Ich war bisher in keiner anderen Partei aktiv. So, den Baubiologen als Proxy, wie ist da der Parteiherstellung zu Erdstrahlen, Wasserrader und Münchelwurtenzeugs? Ich bin mehr der wissenschaftliche Baubiologe, das heißt, ich habe alles mit Messtechnik gemacht. Du kannst Wasseradern nicht in dem Sinn messen, sondern du sagst, das ist eine geologische Verwerfung. Also ich mache keine Aussagen zu Wasseradern, ich habe da viel Scharlatane gesehen in meiner beruflichen Laufbahn, die da Korkmatten verkaufen zum unters Bett legen gegen die Erdstrahlung. Und Erdstrahlung ist einfach Radioaktivität und da hilft halt der Korkmatten nicht so unbedingt viel. Habt ihr schon in der Presse Erfahrung, irgendwelche Interviews gegeben, Kontakte zur Presse, was in der Art? Also zum Teil ja. Also ich habe auf jeden Fall schon mal mit Journalisten von kleineren Blättern gesprochen. Habe mich einmal auch schon massiv darüber geärgert, was am Ende geschrieben wurde, aber ich bin auf jeden Fall, ich habe jetzt nicht wirklich mega Erfahrung, aber ich habe es schon mal gemacht und ich habe keine Angst davor. Bei mir schaut es so aus, ich habe für die Süddeutsche Zeitung in Bad Tölz fotografiert, das heißt, ich kenne da draußen einige Leute. Das ist halt alles auf Bad Tölz konzentriert, das Ganze. Und ich habe in München einen Redakteur von der Süddeutschen, den ich sehr gut kenne. Auch ein Reset, Interview. Interview? Keines. Ja gut, eins beim Piratenstammtisch in Wendlinger vom Bayerischen Rundfunk. Aber das war natürlich nicht der Hit, weil das ist auf einen Satz reduziert worden und das war's. Ja, so ähnlich war es bei mir. Ja. Nehmt ihr am Weg mit Feedback teil und wie wollt ihr das umsetzen, wenn ihr dann, wenn ihr in den Landtag kommt, dass ihr die Mitglieder der Partei auch beteiligt an den aktuelleren Entscheidungen, zu denen wir keinen Standpunkt haben? Ja, kein Problem. Ich nehme noch nicht am Liquid Feedback teil, das hat den Grund, das hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Und ich bin jemand, ich steige nicht immer sofort aufs neueste Betriebssystem oder das neueste um, sondern ich warte, bis sich das bewährt hat und dann steige ich drauf um. Zur Weitergabe von Informationen, falls man in den Landtag kommt und zur Meinungsbildung, denke ich, ist das super, das Ganze. Ich werde mich da auch darum bemühen, dass das bei mir zu Hause läuft, bis es soweit ist. Und ansonsten bin ich in der Geschäftsstelle vertreten. Also ich kann Informationen im Prinzip an alle AGs weitergeben, die da drin sitzen. Also ich habe Liquid Feedback ganz am Anfang benutzt. Ich habe
aktuell meinen Zugang verschmissen und noch keinen Recovery-Account bekommen, aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass die, also ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass die zukünftige Landtagsfraktion ein Liquid-Feedback oder zumindest oder Empirate-Feedback dann eine eigene Sektion bekommt, wo wir alles einkippen können, was im Landtag zur Debatte steht und mich auch, soweit es geht, daran versuchen zu halten. Das ist auch die Anschlussfrage, die ich habe. Wie wollt ihr eure Entscheidungen treffen und wie schaut die Zusammenarbeit mit der Basis aus, wenn die Basis zum Beispiel mit euch nicht so einverstanden ist? Also ich bin einerseits, stehe ich zu 110% hinter unserem Programm. Alles, was noch nicht beschlossen ist, werde ich natürlich schauen, dass ich entweder mich im Diskurs quasi dazu bringen lasse oder mich überzeugen lasse, was jetzt wirklich das Sinnvollste ist aus unserer Sicht, was wir wirklich machen wollen, warum wir es machen wollen. Ich bin da auf jeden Fall für Kritik offen. Ich möchte auf jeden Fall auch Kontakt mit so vielen wie möglich halten, auf allen Wegen. Das ist jetzt natürlich der große Vorteil, als Münchner für den Bayerischen Landtag zu kandidieren. Man kann sehr leicht an seine Basis vor Ort quasi zu kommen. Also ich werde auf jeden Fall die sitzungsfreie Zeit sehr viel auch zum Beispiel hier verbringen oder halt eben auch Mails beantworten etc. pp. Also ihr könnt mich auf jeden Weg erreichen, per Twitter, per Mail. Und das wird auch die kompletten 5 Jahre im Landtag so sein. Also Erreichbarkeit schaut es bei mir genauso aus über E-Mail. Ich bin ein Basisdemokrat und darum werde ich die Entscheidungen von der Basis einfach respektieren. Wenn da die Mehrheit sagt, das machen wir anders, dann machen wir das anders. Weil ich nicht als Einzelperson kämpfe, sondern einfach für die Partei. Gut, immer gut, wenn wir daneben sind, dann haben wir dann eine Zeitgleichheit. Mich würde jetzt nochmal interessieren, was so die regionale Präsenz in Sendling angeht, so Stammtischbesuche im letzten halben Jahr. Im Vorfeld von der Kandidatur geht man normalerweise auf die Leute zu und stellt sich vor. Wie war denn da jetzt in der Vergangenheit die letzten Aktionen in der Partei und die Präsenz an den Stammtischen? Also ich war am Stammtisch in der Oberländerstraße, ich bin am Stammtisch in Giesing und ich war öfters beim Stammtisch in Wendlinger. Und ansonsten bin ich viel in Kneipen im Sendling unterwegs, wo ich sage, da ziehen wir alle Leute raus, die ich brauche. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Die sind zwar nicht einverstanden mit der Piratenpartei, aber die werden mich trotzdem wählen. Also ich war jetzt auf jeden Fall, ich bin relativ regelmäßig im Wendlinger, hier lokal im Schorkrug, so, ja, ich schaue, dass ich zumindest einmal im Monat auf jeden Fall da bin. Das war jetzt wegen Jobwechsel teilweise nicht so möglich in den letzten Monaten, aber ich werde auf jeden Fall schauen, das wieder regelmäßiger zu machen. Ich bin andererseits noch mit ein paar am Überlegen, einen Stammtisch etwas tiefer im Wahlkreis, vielleicht in Thalkirchen oder etwas Ähnlichem, nochmal zu etablieren. Ob das funktioniert, müssen wir sehen. Aber ich bin auf jeden Fall da auch erreichbar. Dann machen wir es noch Alphabet, Mario und Michelle. Du warst, glaube ich, der Initiator von der Anbauer, so wie ich das jetzt gut kenne. Warum? Das ist für mich einfach so ein Punkt, ich habe das auf Twitter verfolgt und habe dann auch gesehen, so, okay, da passiert was in Berlin, da protestieren Menschen für ihre Rechte und ich wollte was tun. Ich habe erst überlegt, ob ich irgendwie spontan Urlaub nehmen kann und nach Berlin fahren und habe dann aber gesagt, nee, das hilft genauso viel, wie wenn ich jetzt hier sage, okay, wir machen eine Solidaritätsmahnwache hier in München. Und ich habe für heute Abend schon wieder eine angemeldet. Wie gut seid ihr in den Mailinglisten vernetzt? Wie häufig habt ihr die benutzt? Welche AG-Mailinglisten kennt ihr? Seit wann seid ihr da dabei? Und wen kennt ihr so in Bayern sonst noch? Mailingliste AG Umwelt Deutschland und AG Umwelt Bayern, AG Energiepolitik und die der Münchner Newsletter. Und AG Maibaum und Tuba natürlich. Das ist so selbstverständlich, dass ich es fast vergessen hätte.
So, und soll ich die jetzt alle aufzählen? Ich guck mal kurz. Also, Piraten-Mailinglisten Bayern. Ich lese sehr regelmäßig auf jeden Fall die Münchner, die München-Kommunalpolitik, Oberbayern allgemein, Oberbayern Announce. Ich habe ansonsten vor allem relativ viele organisatorische Mailinglisten im Abo. Ich habe ganz am Anfang die FG Innenpolitik abonniert, auf der leider seit 2010 nicht wirklich viel passiert ist. Ich bin auf der FG Wirtschaft noch mit drauf, weil mich das Thema halt auch interessiert, aber das ist jetzt nicht so das zentrale Landesthema meiner Ansicht nach. Und ansonsten vor allem bundesweite Listen. Also ich habe auf jeden Fall vor, die nächsten Monate auch noch, insbesondere im Bildungsbereich, die wollte ich jetzt seit Wochen eigentlich schon abonnieren, endlich mal da auch mich sowieso intensiver mit zu beschäftigen und da auch natürlich auch die Mailinglisten zu abonnieren. Aber ich lese auch ansonsten sehr viel auch im Forum, was mich so interessiert. Ja, okay, dann nehmen wir Peter. Also falls ihr in den Landtag reinkommt, wie wollt ihr Einfluss nehmen zur Erhaltung der bayerischen Kultur und der bayerischen Sprache? Lesen Sie unser Positionspapier. Wir haben ein Positionspapier, dass wir sagen, wir wollen einen Erhalt der bayerischen Sprache, wir haben Kontakt zum Förderverein der bayerischen Sprache und Kultur. Wir haben da einen Vortrag gehabt bei uns, war sehr interessant. Und wir gehen einfach so weiter, wie wir bis jetzt unseren Weg eingeschlagen haben mit Maibaum und Tuba. Also ich finde es grundsätzlich auch sehr wichtig. Ich finde es auch eine sehr tolle Idee, die immer wieder mal aufgekommen ist, dass im Bildungsbereich, also in den Schulen tatsächlich einen Mundart-Unterricht einzuführen, weil ich auch weiß, dass Dialekte erhaltenswert sind. Ich habe da eine ganze Weile schon mich drüber eingearbeitet, weil lustigerweise meine Ex-Freundin ihre Abschlussarbeit in Deutsch über Dialekte gemacht hat. Deswegen kenne ich mich mit den Dialekten, insbesondere im Raum Augsburg, aber auch in Oberbayern etwas aus. Und ich finde das wichtig, das zu erhalten. Jetzt wurde auch bei dem Bundestag, wurde ja auch in Forschung wurde oft gefragt, von wegen was, wie wollt ihr verhindern, dass ihr abhebt, dass ihr den Kontakt zur Basis haltet? Und daher meine Frage, würdet ihr euch darauf einlassen, auf Zeugnisse? Also dass die Basis bzw. vielleicht auch interessierte Bürger das euch als Feedback geben? Ja. Klingt nach einer interessanten Idee, würde ich auf jeden Fall unterstützen. Quizfrage, welche... Ich spiele jetzt mal Validums. Ja, ich habe es gesagt, Bildungspolitik ist Landespolitik. Nennt mir mal Punkte aus dem Bildungsprogramm von den Piraten, also insbesondere in Bezug auf Open Access. Da kann man da nichts dazu sagen, weil das nicht mein Gebiet ist. Ich sage immer, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Es ist, wenn man das anschaut, was die etablierten Parteien haben, da wechselt der Wirtschaftsminister ins Finanzministerium und der Finanzminister wird auf einmal Verteidigungsminister und hat wahrscheinlich noch nie in seinem Leben ein Gewehr in der Hand gehabt. Das geht nicht, weil ich als Normalbürger auch nicht meine Berufe wechseln kann, wie ich gerade lustig bin. Das geht schon. Also wir müssen an unserem Bildungsprogramm in Bayern auf jeden Fall noch was tun. Wir haben im Moment sehr viel zur Lernmittelfreiheit, zur kostenlosen Bildung und eben auch zu Open Access, dass Daten für Bildung auf jeden Fall frei sein müssen, urheberrechtliche Regelungen gefunden werden müssen. Ja, das sind so die Punkte, die mir jetzt spontan dazu einfallen. Was haltet ihr von dem aktuellen Thema, gerade in München, Wohnsituation, Vertreibung durch den Geldbeutel? Ja, okay, dann fange ich an. Es ist auf jeden Fall eine Situation, die so nicht tragbar ist. Ich habe jetzt auf jeden Fall kein Patentrezept dafür, aber ich würde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, da mal was zu tun oder was anzuregen zumindest.
Ich weiß leider im Moment auch nicht, wie es geht. Ich weiß nur von mir selbst, dass ich quasi, als wir auf Wohnungssuche waren hier in München, wir wohnen deswegen am Stadtrand, weil 5 Kilometer weiter innerhalb hätten wir die halb so große Wohnung für denselben Preis haben können und das kann einfach nicht sein. Also ich stehe zur Wohnungssituation auch so, ich habe das seit langer Zeit verfolgt. Es werden immer mehr Büroflächen gebaut in München. Erst einmal, wo sollen die Leute wohnen, die da drin arbeiten? Das ist einmal das Erste. Und zum Zweiten einmal, da die ganze Steuervorteile von leerstehenden Büroräumen da die abschaffen, und zwar sofort. Dann rentiert sich das nicht mehr, dass man eine Bürofläche baut, die man leer stehen lässt, sondern dann kann man wieder in sozialen Wohnungsbau investieren. Zwei Nachfragen, einmal nochmal zur Bildung. Wir haben ein Parteiprogramm, wo das Bildungsthema definiert ist. Da sind 3 Punkte drin, die würde ich gerne wissen. Und die Steuervorteile von den Gewerbeimmobilien, die mehr interessieren, weil die kenne ich nicht. Bildung. Sorry, das gleich. Also ich dachte eigentlich, dass ich alle Punkte, also ich habe jetzt eigentlich aus meiner Sicht gerade alle Punkte genannt, die zumindest in unserem bayerischen Bildungsprogramm drinstehen. Das Bundesprogramm habe ich gerade etwas verdrängt. Okay. Da bin ich auch relativ blank, aber deine vorherige Frage, du kannst eine leerstehende Bürofläche steuerlich absetzen. Was unterscheidet das von der leerstehenden Wohnung? Du wirst in München keine leerstehende Wohnung finden, wenn du die ganzen Büroflächen in Wohnungen umbaust, weil dann hat jeder eine. Aber im Bayerischen Wald. Ja. Bayerischer Wald. Da musst du keine leerstehende Wohnung haben. Das ist eigentlich keine Antwort. Es gibt keine Steuervorteile für leerstehende Immobilien. Ja. Doch? Nein, die gibt es nicht. Abschreibung? Nein. Nicht abschreiben. Das macht immer kein Finanzbau, muss nicht geklärt werden. Nachfrage zur Wohnungsbaupolitik, Mietpolitik. Welche Möglichkeiten hat der Landtag, darauf einzuwirken? Mehr sozialen Wohnungsbau vom Staat aus. Also nicht alle Immobilien verscherbeln, die am Kern, sondern vielleicht einmal herrichten. Nicht Abriss und Neubau von irgendwas. Anders. Also wenn ich mal anschaue, was bei uns in Sendling gebaut worden ist die letzte Zeit, das ist unglaublich. Wohnungsbau ist da fast nicht dabei, da ist ein Wohnheim dabei und der Rest sind nur Geschäfte, Bürohäuser, Hotel. Du wirst nur die Preise in München runterkriegen, wenn du genügend Wohnraum zur Verfügung stellst. Meine Frage war, welche Möglichkeiten hat der Landtag, darauf einzuwirken? Ja, ich würde sagen, selbst Hand anlegen und bauen. Sozialen Wohnungsbau. Also von der Kompetenz her, soweit ich mich jetzt richtig einsortiere, ist es größtenteils Stadtsache, beziehungsweise zum Teil noch Bezirkssache, insbesondere sozialer Wohnungsbau, glaube ich. Bin mir da jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ist aus meiner Sicht die Sache, die der Landtag machen könnte, die Rahmenbedingungen zu verändern. Also da kann man auf jeden Fall an verschiedenen Stellschrauben drehen. Zusatzfrage, sagt euch der Name Zweckentfremdungsverordnung was? Nein. Klingt aber sinnvoll. Das ist die einzige Möglichkeit. Das wäre auf jeden Fall auch. Wie schön? Für mich hast du die Frage erledigt. Ah, okay. Beihilfe? Gut, dann schließen wir die Fragerunde und ich übergebe an Markus. Da wir offiziell die Kandidatenliste noch nicht geschlossen haben, noch mal eine Frage. Möchte noch jemand kandidieren oder einen anderen als Kandidaten vorschlagen? Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann ist die Kandidatenliste jetzt offiziell geschlossen. Wir drucken gleich die Stimmzettel aus. Die gibt es dann. Ich bräuchte noch eine Person, die mich als Wahlhelfer unterstützt, damit so das Vier-Augen-Prinzip gewahrt ist. Vielleicht jemand, der nicht stimmberechtigt ist, dann ist es. Okay, ja, dann nehmen wir mal die Jugend. Nehmen wir mal die Jugend. Ja, bitte die Jugend, genau. Das ist 18 Zeiten, ja.
Aber da ist mal beobachten. Also, folgendes für die Dinge, wir kommen dann aber gleich gegen Vorzeigen eurer Stimmkarte. Von mir und von Mauri dann jeweils einen Stimmzettel ausgehändigt, da stehen die beiden Namen von den beiden Kandidaten drauf. Da könnt ihr davor, das ist ein kleines rechteckiges Feld, da kann man ein Kreuz reinmachen. Ihr habt die Möglichkeit, einen Kandidaten zu wählen, wenn ihr nur einen befürwortet. Ihr könnt auch beide ankreuzen, wenn ihr beide befürwortet als Kandidaten. Und wenn ihr keinen als Kandidaten möchtet, könnt ihr auch einen leeren Stimmzettel abgeben, die wenn nichts ankreuzt. Was ihr bitte nicht machen solltet, ihr solltet nichts auf den Stimmzettel schreiben und Kommentare machen, es ihnen irgendwie eindeutig kennzeichnen. Zählt ein Lehrer als Enthaltung oder als Nein-Stimme? Ein Lehrerzettel ist eine Ablehnung aller Kandidaten. Und man braucht, um als Kandidat gewählt zu werden, mindestens 50% der Stimmzettel eine Stimme. Wenn ihr euch falsch angekreuzt habt, dann bitte das Kästchen komplett ausmalen und dann das andere ankreuzen, wenn ihr euch geirrt haben solltet. Also es muss eindeutig feststehen, wen ihr wählen wollt. Ansonsten ist das nicht gültig. Genau. Gibt es noch Fragen zum Wahlprozedere? Dann schaue ich mal, ob die Stimmzettel schon fertig sind. Gut. Wenn die Stimmzettel drucken, haben wir noch einen organisatorischen Hinweis. Die allerwichtigsten Getränke sind im Kühlschrank. Was hoffentlich alle wissen, drauf steht so eine Büchse, da kann man Geld reinwerfen. Ich möchte alle bitten, die es noch nicht ausprobiert haben, das auch mal auszuprobieren. Ich habe es ausprobiert, es hat nicht wehgetan. Man darf auch mehr einwerfen als 1,50. Also, wir würden jetzt erst die Stimmzettel ausgeben. Bitte jeder einen abholen, der einen haben möchte. Ja, dann kommen wir nicht dazu. Wir wollen ja abkürzen. Wenn ihr die Stimme natürlich geheim abgeben möchtet und nicht möchtet, dass euch jemand über die Schulter schaut, wir haben drüben noch einen anderen Raum, wir haben da draußen Druckraum aus den Möglichkeiten, dass man vielleicht, und ich möchte auch die anderen bitten, nicht explizit bei den anderen über die Schulter zu schauen. Lasst den Leuten, wenn sie wollen, die Möglichkeit auch geheim abzustimmen. Genau. Damit wir abstimmen.
Zwei Stimmzettel. Jawohl, einer ist hier. Zwei Stimmzettel. Wo sind das Schiedsgericht? Das ist passt. Ach, schnell, bevor geschlossen wird. Willst du einen Stimmzettel selber einweihen? Ja. Das sind nur 10 Leute. Okay, klar. Möchte noch jemand seinen Stimmzettel abgeben? Wir haben noch keine mehr. Okay. Damit ist der Wahlgang offiziell geschlossen. Wir zählen eine Minute aus. Chris? Nee. Ja. Ja, super. Das macht richtig Spaß. Das Problem, wenn wir jetzt eine Stunde Pause haben. Dann können das höchstens die Vorstellung. Ja. Zwei Kandidaten, das ist extrem wichtig. Vor allem, weil sechs Leute oder so draufstehen. Wenn die sich nochmal woanders aufstellen lassen, Sicher. Ich habe das nicht.
Okay, darf ich um... Okay, ich... Genau. Ich möchte jetzt das Ergebnis verkünden. Also es waren 11 akkreditierte Piraten anwesend. Es wurden 11 Stimmzettel abgegeben. Es waren 11 davon gültig. Es gab keine leeren Stimmzettel. Auf Gerhard entfielen 4 Stimmen. Auf Tobias 7 Stimmen. Damit hat Tobias die Mehrheit erreicht und ist als Landtagskandidat gewählt. Ich nehme die Wahl an und ich bedanke mich für euer Vertrauen. Wir haben noch eine Stunde länger. Ich werde da jetzt keine Rede halten. Was? Wozu sind wir denn da? Das macht dann ich dafür. Gut. Also ich beglückwünsche auch den Kandidaten. Ja. Ja. Kurze Aufmerksamkeit bitte noch. Eine Frage noch. Hat irgendjemand Einwände, gedenkt irgendjemand Einspruch gegen die Versammlung zu erheben, speziell gegen das Ergebnis? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann möchte ich noch alle, die irgendein Versammlungsamt hatten, speziell die Zeugen, sich bitten, sofern sie nicht getan haben, sich bei Markus zu melden, damit wir die Protokolle noch fertig machen können. Ich bedanke mich für euer Kommen und für euer Engagement und schließe hiermit die Versammlung. Jetzt, 14 Uhr die zweite, haben wir jetzt Tag dabei. Die Zeit kann man nutzen.